Willkommen zurück zu Witcher 3 Wild Hunt, beziehungsweise eigentlich Heart of Stone, weil wir spielen, weil der Hauptspiel ist ja durch. Und wenn das Ding direkt auf mich beschwert, dann ist. Mann, das. Der Typ ist dämlich, der macht nicht, der macht keine. Der macht keine. Aua. Eigentlich sind Magier schrecklich OP. Aua! So, dann jetzt mal. Wir müssen hier mal ein bisschen sammeln. Das Schöne am Magiern ist, die haben die Eigenschaft, wunderbar brennbar zu sein. Vor allem zieht das jetzt Magie, was er da macht? Aua, lass er das. Also sein Portman, Magie zieht wahrscheinlich sogar so, was er da macht, aber sein durch die Gegend teleportieren, ob das als Portal zählt oder ob das... Einfach nicht zaubern lassen, die Burschen. Da war Wilge vom Team verstärker. Ja, ich glaube, der Magier kann einfach nicht viel. Das liegt wahrscheinlich an der komischen Region, wo die herkommt. Und als Magier nicht so toll ist. Nicht frei forschen kann. Oder der Typ war von Anfang an nicht der Größte, ist einfach nur ein Aufschneider. Das kann natürlich auch sein, dass in so einer Kultur, wo Aufschneiderei viel wert ist, weil die putzen sich ja auf wie sonst was, dass da halt unfähige Magier eventuell mehr Erfolg haben als das. Oh, warte mal, die droppen alle. Runenstein ist ja schön. Den ophirischen Brief werde ich wahrscheinlich leider nicht lesen können. Ophirische Tunika? Das ist ja schön. Den möchte ich ja bei irgendwo anziehen. Ah, die doch mal Runen, das ist ja schön. Meteoritenherzen. Na gut. Dann treffen wir uns nochmal mit unserem guten Auftraggeber, weil ich denke mal, das ist gar nicht weit. Janta. Ja gut, der gute Mann wird schon wissen, wo er den Sturm beschworen hat. Ist das da vorne? Das ist Novigrad, ne? Ja, hoffe ich doch mal. Wenn ich wäre jetzt mittelmäßig überrascht. So, Plätze portet auch an. Na, gucken wir mal, was unser Auftrag hier ist für den Typen. Bin ich ja wirklich mal gespannt, was der gute Mann von uns will. Für den Preis, das ist der Befreiung. Ein Magier. Vor allem, der Typ ist auf jeden Fall einer der richtig doll mächtigen Magier. Das ist... Obwohl, wir wissen nicht mal, ob er Magier ist. Vielleicht ist es auch einfach irgendein anderes Vieh. Das kann durchaus sein. Weil, einfach schon aufgrund der Tatsache, dass er gezaubert hat, ohne um was rumzulabern. Das ist ja immer ein großes Zeichen von starker Magie, wie man rumzaubern kann, ohne sich mit irgendwelchen Worten zu machen. Denkt mal an Yennefer und Triss. Die waren eigentlich nur damit beschäftigt, irgendwelche Worte aufzusagen. Das macht es natürlich relativ einfach, ein Zauberer, sobald ein Zauberer gehebelt ist, war es das eigentlich quasi mit rumzaubern. Die meisten zumindest. Er offensichtlich nicht. Fand ich nicht mal an, dass die lustige Narbe da auf dem Gesicht werden wir noch eine Weile behalten. Einfach aufgrund der Tatsache, dass die auch auf den ganzen Fotos von den Heart of Stone-Dingens drauf ist. Na nö. Ich habe übrigens immer noch keine Ahnung, wann das zweite DLC rauskommt. Da soll es ja noch nichts geben. Ich meine auch, ich habe einen Season Pass gekauft. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe irgendwas gekauft damals. Hatte natürlich sogar noch Geld auf PayPal. Danke an eure reichhaltige Werbeschauen und Spenden. Dings des Streams. Dafür. Hä? Wir müssen den hier noch halten. Also Janta ist auf der Karte deutlich näher dran. Ne, Yantra heißt es. Janta war in Stalker, der Yantasee. Einer der schlimmsten Szenen überhaupt. Damals, wo ich Stalker 1 zum ersten Mal gespielt habe, hatte ich richtig Angst. In Janta. Beziehungsweise am Yantasee. Das war echt spooky da. Mit den Typen da und generell überhaupt. Ah ja, das ist die versprochene Wegeskreuzung, ich sehe. Ah, guck mal hier. Sein Antlitz ist schön, seine Worte fantastisch. Doch dieser Teufel ist verdorben und garstig. Die Wünsche wird er dir gerne. Läufst du gern mit nassen Hosen rum? Ja. Achso, das ist übrigens auch so ein sehr standardmäßiges Ding, dass man den Teufel an Wegeskreuzungen trifft. Mitternacht war gesagt, ne? Und Mitternacht an Wegeskreuzungen, also wer Supernatural geguckt hat, weiß, wovon ich rede. Na, gucken wir mal, ob unser guter Teufel auch auftaucht. Welchen Pakt wir auch immer wir geschlossen haben. Ich wusste, dass du kommen würdest. Bist du Wahrsager? Wer ich bin, tut nichts zur Sache. Ich habe deine Flucht ermöglicht, dir geholfen, Yennefer zu finden. Du hast das Gefühl, in meiner Schuld zu stehen. Dein Andenken ist eine höchst wirksame Erinnerung. Das ist sein Zweck. Es ist doch wirklich seltsam, dass noch die verkommensten Schurken sich bemüßigt fühlen, Schulden dieser Art zu tilgen. Menschen, Elfen, Zwerge, alle Völker. Das musst du mir erklären. Eines Tages.
Aber zurück ins Hier und Jetzt. Sag mir, wie du mit den Ophiri fertig geworden bist. Ja. Danke für die Hilfe, aber traditionelle Methoden hätten es auch getan. Du hättest mir zum Beispiel den Zellenschlüssel geben können. Ach was, viel zu simpel. Ich mag einfache Lösungen nicht. Du schon? Wir sind nicht hier, um über meine Vorlieben zu reden. Stimmt. Ich würde viel lieber von einer Person reden, die für uns beide von Interesse ist. Es handelt von einem üblen Kerl. Vulgär, abscheulich, mit einem Herzen aus Stein. Einem Mann, der seine Schulden nicht zahlt. Ach, der Atman, oder? Und das soll mich interessieren. Wieso? Er hat auch dich betrogen. Sein Name ist Olgierd von Evereck. Ja. Was hat er dir getan? Bevor ich dir das enthülle, will ich eins klarstellen. Olgierd von Evereck hat intrigiert, um dich dazu zu bringen, einen Mann zu töten, den man hätte heilen können. Das hätte dich den Kopf gekostet, wenn ich nicht eingegriffen hätte. Und weißt du, warum er das getan hat? Weil er ein degeneriertes Monster in Menschengestalt ist, das sich von Schmerz und Leid anderer nährt. Es ist klar, dass du ihn nicht magst. Was hat er dir getan? Wir hatten einen Pakt. Einen Pakt, unter dem ich meine Talente und Verbindungen spielen ließ, um ihm zu verschaffen, was er begehrte. Und nun, da Zahltag ist, drückt er sich vor seiner Verpflichtung. Ich soll deine Schulden eintreiben? Ich bin kein dingbarer Schläger. Einen Schläger brauche ich auch nicht. Ich brauche eine intelligente, gerissene und risikobereite Person. Jemanden wie dich. Die reinste Schmeichelei. Was sonst? Schließlich bin ich ein reisender Kaufmann. Aber täusch dich nicht, ich habe viele interessante Dinge anzubieten. Sie? Dinge wie? Überfluss und Fülle für Körper und Seele. Dir wird es weder an Essen noch an Trinken mangeln. Als Hexer gefallen dir sicherlich erstklassige Waffen. Das alles kann ich dir bieten. Dein Körper, so flink wie nie zuvor. Dein Geist, schneller als der Blitz. Romantisches Talent, um allen Frauen zu schmeicheln. Aber vor allem biete ich wahres Abenteuer. Ein Erlebnis wie kein anderes. Das Schicksal weniger Auserwählter. Das klingt großzügig. Und das alles für meine Hilfe bei einer kleinen Sache? Du willst wirklich nichts anderes von mir? Nur eine Sache. Ehrlich. Darf ich ihn Mephisto nennen? Ich finde, das passt ganz gut. Also, fühle mich gerade ein bisschen an Faust erinnert, nicht wahr? Was hast du für Olgierd getan? Ihn aus einer Zelle befreit? In gewisser Hinsicht schon. Ich erinnere mich noch gut an den Tag. Nieselregen, dabei eine gemeine Kriechkälte. Olgierd erschien bei Tagesanbruch. Spindeldürr, Kleider in Fetzen. Er hatte offenbar nichts als sein Schwert. Er bot einen jämmerlichen Anblick. Er bat mich um Hilfe und ich half ihm. Bald war er wohlhabend, erfolgreich und angesehen. Ach, doch sein Anwesen. Was er heute ist, hat er mir zu verdanken. Doch dann mied er mich. Schickte mich fort, als ich es wagte, nach der Bezahlung zu fragen. Einmal hetzte er sogar die Hunde auf mich. Daher bleibt mir nichts, als die Bedingungen des Pakts durchzusetzen. Und da kommst du ins Spiel. Aha. Das Ding ist interessant, dass er meinte, er mag keine einfachen Lösungen. Und vor allen Dingen erscheint er an einer Wegkreuzung, wo vorher die Kinder gesungen haben. Vor allen Dingen hat das Lied auch selber gesummt, was ich sehr schön finde übrigens. Na gut, das sind also die Teufelshandlanger. Na gut, das ist ja an und für sich, naja, so semi-okay, aber was soll's. Das Ding ist, ich bin mir sicher, er könnte seine Schulden selber eintreiben. Aber das gefällt ihm nicht, weil der gute Mann ist, oder wenn er überhaupt ein Mann ist, denen gefällt es, seine Taten und Handlungen an sich sind ihnen relativ egal. Vielleicht hat er auch einen leichten, vielleicht muss er wirklich Mühe da reinstecken. Also ist es wahrscheinlich nicht ganz mühelos für ihn, die Dinge zu verbringen, die er verbringt. Ich meine, so einen Sturm zu beschwören, das kann jeder größere Magier, das kann wahrscheinlich wirklich der ein oder andere. Den Sturm so zu machen, dass er richtig funktioniert, ist vielleicht eine andere Sache. Das Ding ist aber,
Ich bin mir sehr sicher, dass er die Schulden selber eintreiben könnte, wenn er unbedingt möchte. Zumindest, wenn es auch nur irgendwelche konventionell sind. Es sei denn, er möchte eine Tat von Ulgiert haben, dann gibt es natürlich schwieriger. Aber ansonsten bin ich mir sehr sicher, dass er selber könnte. Aber aufgrund der Tatsache, dass er keine einfachen Lösungen bevorzugt, nimmt er lieber kompliziertere Sachen, wie zum Beispiel Geralt. Einfach nur, weil Geralt halt ein spezielles Werkzeug ist. So meine Theorie bis jetzt. Was schuldet er dir? Über Geld spricht man nicht. Aber es ist kein Geld. Ich will die Details wissen, wenn ich mir die Hände schmutzig machen soll. Wie viel? 1 Million Kronen? 2? Ich bin kein Wucherer, der Geld gegen Zinsen verleiht. Nein, was Olgiert mir schuldet, ist viel persönlicher als Klingelkram. Daher kann ich leider nicht mehr sagen. Ich muss seine Privatsphäre achten. Wenn ich jetzt eigentlich wieder nicht reingezogen bin, dann sagt er gleich, ja, aber du hast Schulden weißt bei mir. Weißt du was? Das geht nur euch beide an. Ich will damit nichts zu tun haben. Bevor du das sagst, hör mich an. Du wirst sehen, dass Olgiert ein schlechter Mann ist. Oder wie man im Westen sagt, ein echter Hurensohn. Na gut, dann hier. Und du? Du bist doch ein Mann der vielen Talente. Kannst du das nicht selber lösen? Da liegt der Hase im Pfeffer. Dem Pakt nach darf ich meine Schuld erst eintreiben, wenn ich von Everick 3 Wünsche erfüllt habe. Doch ich kann sie nicht selbst erfüllen. Ich brauche einen, wie soll ich sagen, einen Stellvertreter. Du brauchst einen Laufburschen. Ich brauche einen Verbündeten. Und irgendwas sagt mir, dass du die beste Wahl bist. Was erwartest du von mir? Für den Anfang begleitest du mich auf einen Besuch bei von Everick. Dann improvisieren wir. Ich glaube allerdings, dass es gut ausgehen wird. Sobald dies der Fall ist, treffen wir uns und danken einander für die gemeinsame Reise. Gut, kommen wir zu den Details. Hatte Olgiert nicht 3 Wünsche oder Forderungen frei? In der Tat. Er darf 3 von uns verlangen. Doch wissen wir erst, was das sein wird, wenn wir ihn treffen. Das gefällt mir gar nicht, aber Das kommt mir reichlich zwielichtig vor. Deine Hilfe, dein Pakt mit Olgiert, seine 3 Forderungen. Überleg es dir. Ich stimme dir zu. Du hast keinen Grund, mir a priori zu vertrauen. Aber ich war nun mal zur rechten Zeit, am rechten Ort, um dir zu helfen. Und es ist nun mal derselbe Mann, der uns beide betrogen hat. Ich finde, das sind Gründe für eine Zusammenarbeit. Das finde ich weniger. Komm mit mir zu Olgiert. Du wirst sehen, dass er ein niederer, ehrloser Mann ist, der mit dem Leben anderer wie mit Spielzeug umgeht. Mit deinem auch, als er dich zum Froschprinzen geschickt hat. Na gut, mach mal los, das ist ja auch doof. Gut, ich gehe mit dir zu Olgiert, aber ich verspreche nichts. Mehr will ich gar nicht. Jetzt nimm das verdammte Mal weg. Natürlich, sobald du deine Aufgabe erfüllt hast. Geh schon, du wirst es nicht bereuen. Wir treffen uns dort. Ich muss mich unterwegs noch um etwas kümmern. Noch eine Schuld einzutreiben? Vielleicht. Ich mag den Typen. So. Ja, das Ding ist, wir haben... Das ist richtig dämlich. Also zeitmäßig. Weil wir haben... Also ich habe jetzt keine Zeit mehr, persönlich. Ich muss gleich los. Im Real Life. Ich hab nicht mehr genug Zeit. Also ich habe... Die Zeit reicht noch aus, um bis zu Olgi zu reisen. Aber die Zeit reicht nicht mehr aus, um mit Olgi zu reden. Das ist ziemlich doof. Aber andererseits fehlen quasi noch 5 Minuten. Naja, was soll's. Ach, wir sind ja gar nicht weit weg. Doch, wir sind überhaupt nicht weit weg. Ach, wir sind hinter Novigrad war das. Das ist ja wirklich die letzte Ecke. Also, da hätte ich mich ja auch nie gefunden. Was ist denn das da oben eigentlich noch von Hof? So gut, wir könnten zu diesem dummen Hof da hinreiten. Habe ich jetzt auch keinen Bock. Na gut, wie muss sein. Also beende ich das hier einfach vorzeitig. Heute mal halt nur ein bisschen kürzer. Wir landen heute beim Garren anwesend. Da kann ich ja schon mal schnell hinreisen. Weil der Punkt ist doch ein ganz schönes weites Stück höher. Wie muss sein. Wir sind uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt, Herz aus Stein. Was auch immer das zu bedeuten. Und ich bin immer sehr gespannt, was da noch kommt. Das ist ja. Also, es hat auf jeden Fall gerade einen interessanten Twist genommen. Wie gesagt, ich mag den Teufel. Zumindest diese Inkarnation von denen hier. Der wirkt zumindest... Also das Ding ist, solange man nicht selber im Fokus des Teufels steht, ist man, glaube ich, halbwegs gut dran. Solange es läuft. Das ist natürlich immer die Frage, das ist... Wenn der... Das ist...
Nennen wir ihn einfach mal Mephisto, den guten Mann hier. Das passt eigentlich. Also er verkörpert auf jeden Fall gut den Mephisto aus Faust. Also das ist. Aber nur halt, dass wir nicht Faust sind, sondern wir sind eher irgendwie, keine Ahnung, die rechte Hand. Oder naja, wahrscheinlich eher die linke Hand in seinem Fall. Der gute Mann hat auf jeden Fall mehr als nur einen. Einen Typen, der für ihn Zeug macht. Warum konnte ich nicht mit die Ambus nicht schießen? Ah ja, jetzt habe ich die Ambus. Na gut, hätte ich voll. Na gut, wie muss ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's bis zum nächsten Mal. Tschüss.